Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Jojo Vogel und ich freue mich mega, denn Ostern steht bald wieder vor der Tür und das heißt, ich kann wieder auf Ostereiersuche gehen. Und wie ihr seht, wahrscheinlich, also hier oben steht schon, ich habe schon 50 Ostereier gefunden. Das liegt nämlich daran, ich habe das Spiel letztes Jahr schon hier gespielt, die große Ostereiersuche in Roblox. Und ja, ich kann es ja jetzt dieses Jahr einfach weiterspielen. Also 50 Eier habe ich schon gefunden und jetzt kann ich hier endlich mal wieder weitersuchen und das Spiel weiterspielen, weil jetzt lohnt es sich halt so richtig, das zu machen. Ich bin jetzt halt wieder voll im Ostereiersuchfieber. Und ja, ich bin gerade in dieser Höhle, da habe ich letztes Mal aufgehört. Letztes Mal, also halt letztes Jahr, 2023. Und da habe ich diese ganzen Höhleneier schon gefunden. Ich habe schon Restaurant-Eier, städtische Eier und Bauernhof-Eier. Und als nächstes müssten dann jetzt eigentlich diese Vulkano-Eier kommen, aber ich muss mich erstmal ein bisschen wieder orientieren, wie ich überhaupt irgendwo hinkomme. Also, wo bin ich denn hier? Wie komme ich denn jetzt weiter? Okay, Leute, ich bin jetzt wieder in der Höhle gewesen und ja, hier ist tatsächlich der Eingang zum nächsten Bereich. Also, ich habe mich gerade total verlaufen und bin zurückgelaufen, aber hier geht es jetzt weiter. Und hier gibt es definitiv dann die Vulkaneier. Und oh mein Gott, wie cool ist das denn? Hier sind ja Dinosaurier. Oh, wie cool. Hallo. Ist das ein Brontosaurus? Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall ein Langhals. Kennt ihr in einem Land vor unserer Zeit mit Littlefoot und so? Das war doch auch so ein Langhals-Dinosaurier. Ich glaube, das ist ein Brontosaurier. Aber vielleicht ist das auch so ein anderer. Es gibt ja mehrere, die so lange Hälse haben. Hey, ist das schon ein Ei? Kann ich das einsammeln? Oh ja, das ist ein Lava-Ei. Oh, cool. Die Lava-Eier kommen da einfach aus dem Vulkan geschossen. Also, ich denke mal, eins reicht, aber... Oh, warte, da ist ja noch eins. Ist das ein Nest-Ei vielleicht? Oh ja, ich habe recht. Ich bin richtig gut darin, immer zu erraten, wie die Eier heißen. Also, das ist wahrscheinlich immer noch ein Lava-Ei. Das brauche ich dann nicht nochmal wieder einsammeln. Gehe ich mal hier rüber. So, und jetzt kann ich hier, glaube ich, nämlich auch drauf springen. Und da ist ja noch eins. Vielleicht erfahren wir jetzt, was das ist. Nein, das ist einfach nur ein Schwanzei. Na gut. Befindet sich ja immerhin hier auch auf dem Schwanz von diesem Dinosaurier. Ja, ich bin ein Dinosaurier. Wie cool. Okay, von hier kann ich alles gut beobachten. Sehe ich hier vielleicht schon was? Da hinten auf dem Baum sehe ich so ein orangenes Ei. Oh, cool. Da ist ja auch ein T-Rex. Wow. Ich gehe, glaube ich, erstmal in die Richtung weiter. Da steht zwar Gefahr, aber da werde ich wohl irgendwie dran vorbeikommen. Da ist nämlich so ein pinkes Ei irgendwie mitten im Sumpf. Dann gehe ich da mal kurz erstmal hin und hole mir da das Ei ab. Oh, Vorsicht, das sind aber, glaube ich, ganz schön gefährliche Blubberblasen. Das kocht hier ja so richtig. Und das ist ein Sumpfei. Ich hab's doch gewusst. Dann gehen wir da mal weiter. Da ist wahrscheinlich so ein Vulkanei. Da sehe ich so ein blaues, gestreiftes Ei schon direkt vor mir. Schnappen wir uns das doch mal als nächstes. Und Vorsicht vor den anderen Lava-Eiern, die da rauskommen. Ein Vulkanei, ich wusste es. Okay, ein Baumstamm. War doch klar, dass hier auch was drin ist. Ein hohles Holzei. Aha. Da bin ich nie so drauf gekommen. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht so ein Baumstammei oder so. Okay, kann ich hier auf den Baum draufklettern? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier ein Ei drin finde. Ich gehe erstmal weiter. Ob es noch mehr offensichtlichere Eier gibt. Hier. Oh, da bin ich einfach durch den Boden gefallen. Ein Blattfallenei. Aha, ist das wohl eine Falle hier. Aber ich habe sie da rausgeschafft. Das leuchtet ja voll schön hier drin. Oh, das ist ja eine riesige, große Spinne. Was macht die denn hier? Vor der muss ich mich wahrscheinlich auch in Acht nehmen, oder? Ich hoffe, die frisst mich nicht. Nein, Spinne, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich will nur an dieses Ei ran. Oh nein, sie hat mich erwischt. Ach, herrje. Oh, jetzt muss ich hier ganz wieder anfangen? Na super. Na gut, dann gehe ich jetzt weiter in diese Richtung. Hey, T-Rex. Okay, ich hoffe, der will mich aber nicht auch noch auffressen. Nö, das ist ein lieber T-Rex, der tut einem nichts. Ein T-Rex-Ei. Das ist eines der coolsten Eier bisher. Und irgendwo war hier doch auch noch der Baum, wo ein Ei drauf ist. Oh ja, das ist das hier. Dann muss ich da auf jeden Fall auch noch mal eben drauf klettern. Und... ein großes Baumei. Top. Dann mal zurück zur Höhle, zu dieser Riesenspinne. Sie bewacht das Ei viel zu gut, da komme ich nicht dran. Okay, sie geht gerade woanders hin und schnell einsammeln. Geschafft, Spinnenei. Habe ich hier 10 Eier gefunden? Ich glaube, das reicht schon wieder, oder?
Bauernhof, städtisch, Restaurant, Höhleneier und Vulkaneier, alle 10. Sehr cool, dann geht es als nächstes mit den Cloud-Eiern weiter. Sind wir dann wahrscheinlich als nächstes in so einem Himmelbereich oder so? Das sieht ja cool. Oh, da sehe ich es ja auch schon. Da ist so ein Schloss mitten in den Wolken drin. Und erst muss man da mit einer Treppe hochlaufen. Okay, das wird echt cool. Da bin ich mal gespannt drauf. Boah, oh, da kann ich ja sogar noch mehr sehen, was da... Oh, ach, das ist sogar eine Rolltreppe. Wie witzig. Wow. Und hier bin ich jetzt oben in den Wolken. Wie habe ich Eier den ganzen Weg hier oben verloren? Ich weiß nicht, ob der Satz so ganz richtig ist, aber okay. Also, bisher habe ich irgendwie noch gar... Oh, ich wollte gerade sagen, bisher habe ich noch keins gesehen und jetzt sehe ich schon 3 auf einmal. Man muss nur ein bisschen näher rankommen. Ja, also ich habe als erstes das gesehen, also nicht ablenken lassen, gehe ich auch als erstes mal hier hin. Oh, ein goldener Topf. Ist das ein Goldei oder so? Topf mit goldenen Eiern. Naja, dann eben so. Richtig cool, das ist ja wie, wenn man einem Regenbogen folgt, dieser Mythos, dann findet man am Ende davon einen Topf mit Gold. Aber das ist natürlich in Wahrheit totaler Quatsch. Dann hier ein Regenbogenei wahrscheinlich oder doppelter Regenbogen. Cool. Wobei hier eigentlich sogar 3 Regenbögen sind. Ich könnte zwar schon ins nächste Level weitergehen, weil ich schon so viel eingesammelt habe, aber ich will ja erstmal hier im Himmel auch alles finden. Deswegen machen wir hier mal weiter. Ab auf den nächsten Regenbogen. Ein riesiges Regenbogenei, ja! Und dann muss ich hier noch auf das Schloss drauf oder auf diesen Turm. Gut, dass die Wolke mal hoch und runter fährt, dann kriege ich das auch hin. Und dann ist das ein Rapunzel-Ei? Nee, einfach nur ein Turmei, auch gut. Dann sollte ich jetzt hier am besten wahrscheinlich die Leiter benutzen und eine Ebene tiefer gehen. Oder ich springe einfach runter und die Leiter ist nur dazu da, um wieder hochzukommen. Hier sind doch bestimmt dann auch noch irgendwelche Eier versteckt. Da drin ist eins. Wie komme ich hier denn jetzt rein? Ist hier vielleicht irgendwo ein Eingang? Hallo? Oder muss ich durch die Fenster? Ja, einfach durch die Fenster. Alles klar. Durch die schönen Mosaikfenster. Ein falsches Fensterei. Ja, weil das Fenster war gar nicht echt. Das war wohl nur eine Illusion. Und das ist bestimmt ein Mondei. Ein Halbmondei. Naja, also wenn überhaupt ist das ein Sichelmond. Kein Halbmond. Da ist noch eins auf den Wolken. Ich hoffe, ich komme da drauf, ohne runterzufallen. Vorsichtig und geschafft. Ein Sprung des Glaubensei. Ja, weil man muss daran glauben, dass man es schafft. Und hier in den Turm kann ich jetzt auch nochmal reingehen. Dann ist hier bestimmt noch ein Ei drin, im Turm. Ein Schlossei. Na gut, dann ist das halt ein Schloss. Das andere war ja auch schon das Turmei. Dann war das der Turm vom Schloss, nicht wahr? Wie viel fehlt mir denn jetzt hier noch? 2 Stück noch? Okay. Wo sollen die denn sein? Ich gehe nochmal nach oben und guck danach. Aha, ich wusste doch, da komme ich rein. Ein Wolken-Iglo-Ei. Ein Iglo aus Wolken, witzig. Okay, da fehlt nur noch ein Ei jetzt. Ich schau mal nach dem Tipp hier. Wrecking Ball-Ei? Aber wo soll denn hier eine Abrissbirne sein? Das ist nämlich Wrecking Ball auf Deutsch. Oh, warte mal, ich bin noch gar nicht auf diese blaue Fläche da gegangen. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Aha. Na, das sieht mir doch richtig aus. Das hier sind auf jeden Fall solche Abrissbirnen. Da muss ich jetzt nur aufpassen, dass ich nicht von denen getroffen werde. Einmal dran vorbei und geschafft. Jetzt habe ich alle Eier gefunden. Turmeier. Ach so, weil wir jetzt als nächstes in den Turm gehen. Aber hieß das eine nicht gerade auch schon Turm? Moment. Ja, es gab schon ein Turmei und jetzt gibt es noch ganz viele Turmeier. Na gut. Und da ist ja auch schon das erste. Das ist das Trollei. Wow, jetzt wurde ich hier einfach runtergeworfen. Das war wohl der Trick daran. Ein Shiba Inu. Ist das ein Dog-Ei? Okay. Und mit jedem Ei werde ich weiter runtergeschmissen. Das ist ja witzig. Ein mürrisches Katzenei oder auch Grumpy Cat. Grumpy Cat ist da nämlich drauf. Ach so. Und dann muss ich wieder auf die nächste Ebene. Ich verstehe. Und versuchen die Eier zu bekommen, bevor ich weiter runterfalle. Was ist das? Ein Disco-Ei? Ah, das ist der Todesstern aus Star Wars. Wie cool. Okay, weiter nach unten. Und was ist das? Ein Jack-O-Lantern-Ei, also wie so eine Kürbisschnitzerei an Halloween. Dann haben wir als nächstes ein Schokoladenei. Ach, das ist ja einfach.
Sehr simpel. Oh, habe ich noch ein paar Eier übersehen oder? Da kann ich noch hin. Da ist auf jeden Fall noch eins. Das ist das Fliesenei. Gestapeltes Fliesenei. Ach so, das, was wir hier in dem Turm gemacht haben. Moment, ist da noch ein Ei? Oh ja, warte, hier ist doch eins auf dem Boden. Ist da etwas versteckt unter dieser Fliese? Das Unterfliesenei. Na, war ja klar. Okay, was sagt der Hase hier jetzt? Herr Osterhase, was sagst du? Ich denke, du kannst hier stehen, wenn du wieder nach oben gehen willst. Aha. Aber ich habe doch alle Eier jetzt, oder? Ach so, nee. Zwei fehlen noch. Und zwar das Parkplatz-Zeltei. Ah, und das Rohrei. Ach so, das gehört hier also alles noch dazu. Also, hier ist das Rohr. Ja gut, dann wird hier wahrscheinlich ein Ei drin sein. Ups. Da habe ich mir selbst ein bisschen vorweggenommen. Hoppla. Wähle eine Tür, klicke PC oder tippe Mobil. Achso, ja, ich bin natürlich am PC. Ich nehme mal die 1. Und es ist... Oh, oh nein! Ich wurde erwischt, das war die falsche Tür. Dann versuche ich es mal mit Tür Nummer 2. Oh nein! Okay, dann muss es ja Tür Nummer 3 sein. Tür Nummer 3, was verbirgst du? Das Ei! Yippie! Das Parkplatz-Zelt-Ei. Gut, dann gehen wir mal weiter. Was finden wir hier noch so vor? Wo sind wir hier überhaupt? Pizza-Eier. Ah, wir sind in einer Pizzeria. Und das ist ein Nachtschicht-Ei. Sind wir hier einfach während der Nachtschicht? Ein Safe. Und da ist auch ein Ei drin. Ein sicheres Cracker-Ei. Okay, wahrscheinlich ist das jetzt nur auf, weil sie das schon aufgemacht habe. Ich hätte wahrscheinlich ein Rätsel lösen müssen oder so. Hier sind aber ganz schön viele Räume. Okay, da ist noch was. Ein gruseliges Ei. Ja, ein bisschen gruselig sieht das hier wohl aus. Also lass uns lieber schnell hier durchkommen. Ich klicke einfach mal alle Schränke an. Oh, da. Ich klicke einfach oben drüber. Ein Schrankei. Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht noch ein weiteres geben. Da ein Geschenk ist eins. Ein Geschenkei. Danke. Nächster Raum. Kannst du den Knopf auf der Bühne drücken? Ich bleibe hier und halt Wache. Warum muss er Wache halten? Ist doch nur eine Pizzeria. Und Knopf gedrückt. Jetzt geht hier eine Wand hoch. Hallo, das ist das animatronische Ei, okay. Tschüss. Warte mal, da war noch ein Knopf, ich will da drauf drücken. Nein, Tor, geh wieder hoch, ich muss auf den anderen Knopf auch noch drücken. Dann kriege ich bestimmt noch ein weiteres Ei. Jetzt muss noch irgendwas anderes aufgegangen sein. Oh, das hier, lief das vorhin auch schon? Gibt es ein Karussellei hier oder so? Ein paar Eier haben wir hier ja noch zu finden. Vielleicht hier auf dem WC noch was. Wenn wir schon hier sind. Oh ja, da ein Toilettenei. Hier noch eine Toilette? Nee, ach, das ist die Küche. Upsi, ich dachte wegen den Fliesen, das wäre so. Und ein Pizzabox-Ei. Ich hätte auch gerne Pizza zum Mitnehmen, bitte. Danke. Oder liefert sie einfach zu mir nach Hause, dann kann ich sie gleich essen, wenn ich fertig bin. Vielleicht hier hinten? Ah ja, hier war ich noch nicht. Hier ist ja noch ein Ei. Und das ist das Wartungszimmer-Ei. Was? Ich habe immer noch nicht alle gefunden? Oh Mann, das dauert ja echt ganz schön lang hier. Ich glaube, in dem Raum war ich aber auch noch nicht hier. In dieser Arkade. Ist hier auch ein Ei, bitte? Hallo? Kein Ei? Was? Das kann ja gar nicht. Doch, ich wusste es doch. Hier ist auch ein Ei. Und jetzt habe ich alle gefunden. Im Spielezentrum. Okay, tschüss, Hasi. Weiter geht's. So, wie ist der nächste Bereich? Pizza-Eier waren das gerade. Und jetzt gibt es noch... Obby-Eier. Müssen wir jetzt eine Obby spielen? Oh, das wäre ja richtig cool. Oh Mann, ich liebe dieses Spiel. Achten Sie auf alle Hindernisse. Oh, wie cool ist das denn? Das sieht ja aus wie bei Fall Guys hier. Wow, ich bin einfach runtergefallen. Woher sollte ich das denn wissen? Okay, das könnte knifflig werden. Kann ich hier hochspringen? Nein, das ist ja alles aus Gummi hier. Okay, dann springen wir erstmal hier drauf. Und dann darüber und dann hier hoch und da oben ist tatsächlich ein Ei. Hätte ich mir denken können. Ein Plattform-Ei. Okidoki. Oh, das ist ja wie bei Wipeout hier. Aber ich muss irgendwie an dieses blaue Ei kommen. Okay, schnell hin und geschafft. Ein Spinner-Ei. Oder eher ein Spinner, wie so ein Fidget-Spinner quasi. Okay, dann hier schnell rüber. Wow, und jetzt geht es in die andere Richtung. Und wow, das war knapp, aber ich habe es geschafft. Und zwar ein rundes Regenbogenei habe ich bekommen. Jetzt schnell in die andere Richtung. Und dann muss ich hier entgegenspringen. Und hier drauf und geschafft. Noch ein rundes Regenbogenei.
Ist das jetzt beides so? Ja, die heißen beide rundes Regenbogenei. Na gut. Dann geht's jetzt mal weiter. Ich glaube, das ist nur, um wieder hochzukommen, falls man runtergefallen ist. Und hier sind noch mehr Regenbogenwände. Oh, aber wenn ich hier lang gehe, dann bekomme ich auch ein Ei. Ein Drehtür-Ei. Wow, ich kriege hier gar keine Pause. Hier geht's ja echt rund. Wow, nein, das hat mich erwischt. Okay, neuer Versuch. Schwierige ist, dass ich halt gleichzeitig hier laufen und noch da drauf tippen muss. Och Mann, schon wieder nicht geschafft. Echt knifflig. Okay. Jetzt bin ich einfach direkt draufgesprungen, na toll. Mensch, Juju Vogel, das kannst du aber besser. Und hepp. Und ja, ich hab's bekommen, das Regenbogenspinner-Ei. Schneller, 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 schneller. Schnell hier rüber. Uah, geschafft. Und jetzt muss ich hier das Ei bekommen. Geschafft. Das Förderband-Ei. Hihi. Und hier ist noch eins. Regenbogenhammer? Nee, schwingender Hammer-Ei. Okay. In welche Richtung muss ich denn hier laufen? Ist das egal? Ich glaube, das ist egal. Einfach mal runter. Hier ist noch eins versteckt. Das Gymnastikmatten-Ei. Hier ist irgendwie so ein Loch in der Wand oder so. Aber ich glaube, das ist nicht echt. Dann geht's hier weiter. Moment. Ich hoffe, es kommt noch ein Ei. Ich habe aber noch gar nicht alle gefunden. Dann gucke ich mal, welches noch fehlt. Propeller-Ei? Was? Wo soll das denn sein? Ich habe keinen Propeller gesehen. Oh Mann, jetzt muss ich wieder ganz zurücklaufen. Da oben. Ach so. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Da muss ich noch irgendwie hin. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Warte, ich muss den richtigen Moment abwarten. Und hier drauf springen. So. Und das müsste das sein. Yippie, geschafft. Und jetzt habe ich noch genau 60 Eier über. Also ich habe jetzt 50 gefunden. Und 60 noch, um das Spiel zu beenden. Aber ich würde sagen, hier auf dem Jahrmarkt... Ja, genau, Hase. Dieser Ort sieht lustig aus. Da will ich auf jeden Fall auch noch weiter suchen, aber das machen wir beim nächsten Mal, weil so langsam kriege ich auch ein bisschen Hunger und ich brauche noch mal eine Pause vom Zocken. Also, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao! Hey Leute, was geht? Ich bin's, Emma Vogel. Wenn ihr noch mehr von Familie Vogel hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify, iTunes oder auch Amazon Music vorbei, denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ich sag nur eins, viel Spaß beim Hören!